keine Zeit jetzt. Die Spieler bei uns im Angriff. Vielleicht gibt er erstmal eine Schussmöglichkeit, aber gut verteidigt von den Blackies. So, die erste Torschance war das für die erste Standards. Toll gemacht, die gute Leitung war der Hilfe, toll abgewehrt. Im Tor von Matteo. Für den Sieger für uns noch immer 0 zu 0. Beide Teams ein tolles Turnier gespielt. Der erste Standards, ein toller Erfolg im Halbfinale gegen die Jungs aus Schakowitz. Und die Sieger gegen den FAC, jetzt noch 0 zu 0, voller rausgespielt. So, jetzt super Kombination über mehrere Stationen, aber leider die Ballmitnahme nicht so perfekt angekommen. Die Villa Fagolz noch einmal zurückkommen und verteidigen. Mit dem linken Fuß, aber wieder voll abgewehrt von Matteo für Silla. Noch immer 0 zu 0, die Hälfte der Spitze ist schon fast vorüber. Jetzt aber schon Graz mit der nächsten Runde. Und wieder der Matteo, ja, kurz vorne heute. Der kann sich jetzt schon mehrmals auszeichnen. So, faul jetzt an der Rückner Nummer 9. Der Paul Schindler, der konnte nur mit einem Foul gestoppt werden, führt auch selbst jetzt den Freistoß aus. Holt sich sofort den Ball wieder zurück. Und der Luca Meiner mit einem vollen Einsatz. Wir rutschen nicht mehr auf den Ball alle. Freistoß für dich, Philipp. So, jetzt kommt aber der Kapitän mit der Luca Meiner. Der Antoni macht das selber. Toller Pass. Paul, schießt! Aber gut abgewehrt. Ganz toll gespielt von Antoni, der Freistoß. Und Freistoß jetzt auf der Gegenseite. Der Alessandro Frieda konnte jetzt nur mit einem Foul gestoppt, einen tollen Antritt. Verteidigung, Jungs! So, 4 Minuten noch. 27 noch auf der Uhr, also noch alles möglich für beide Teams. Noch die Möglichkeit, und vielleicht entscheidende 1 für Ziel. Der ist ja schon Graz mit dem nächsten Angriff über den Januar. Der Sieger, also der ist sicherlich der meistgefaulte Spieler im Finale bereits. Der Sieg sind. Schieß weit vorne, weit! Weit vorne! 17 Meter, nicht vor! Schon einmal! Ja! Ja! Ja!
Und die nächste Höhe kommt zur Sprung, aber wieder von der Höhe. Ganz stark im Tor. Toller Schuss! Der Rester von der Mannschaft hat es für die Einzelnen führen. Der Schuss die Rücke Nummer 13, Arno Nackerdahl. Für die Blätkis. Toller Einsatz von Alessandro. Ruhe, Anthony, geh! Die Chance für Philipp. Den Ausgleich zu erzielen, aber gut verteidigt. Der Zinsiedlitz von Stuttgart und der Jan Rott wieder mit einem tollen Dribbling, aber Philipp jetzt am Ball. Was macht der Fixi? Wir haben diesmal nicht gefallen. Anthony, vor, komm! Und der Ball jetzt dabei, denn Blackies, es geht noch 1 Minute 55, es steht 1:0 für die Nachrichten. Das Strafbild nicht wegen der Rutschen aberkannt, Freistoß für Stuttgart, es bleibt beim 1:0. Anthony! Jetzt geht's noch knapp 1 Minute 30. Wo sind die Fans von Villach, bitte schön? Wo sind die Fans von Villach? Die Kids, wir brauchen jetzt eure Unterstützung. Und wo sind die Fans von den Blackies? Es geht noch 1 Minute. Die letzte Spiel wird das Netto-Spiel sein. Das heißt, bei jeder Unterbrechung wird die Uhr eingehalten. Es bleibt spannend. Eine knappe Führung für die Stuttgart zu 7 gegen eine bärenstarke Villa-Kausin. Und jetzt sind wir in der Partie mit der Chance. Mit der Rücken Nummer 14. Thank you.